Okay, was können wir noch angucken? Was können wir denn noch hier? Grillen. Hä? Warum können wir uns das angucken? Okay, gelb. Ist das, hat das eine Bedeutung? Warte mal. Ich schreibe das mal so auf, wie es da oben steht, okay? Rot. Darunter ist blau. Dann kommt gelb. Und zwischen, also rechts davon, ist grün. Auf Höhe von blau-gelb. Okay. Haben wir aufgeschrieben. Vielleicht ein Code für irgendwas. Wissen wir noch nicht. Kerze, Kerze. Lichter, Lichter. Ups. Sollte mal was trinken, außer Kaffee, glaube ich. Wenn man Zeit. Okay, gehen wir mal zurück. Was ist auf der Seite? Die Bilder wieder, aber die hatten wir schon gesehen, ne? I don't think you're the first priest to hide away in here. I know. Okay, das hatten wir schon. Die Kamera haben wir auch gefunden, ne? Die ist in dem anderen Raum, genau. Vielleicht können wir mit der noch Fotos machen. I don't suppose you could tune that thing. I can try. Perhaps pick up the local radio. Yes, maybe a weather report and maybe a bit of news or chat. Late night talk radio? No thanks. Do it. We might get a mention for tonight's service. Yeah. Eine Eule mit Brille. Supi, was haben wir hier noch? Warte mal. Where did you get these? I found them when I arrived, laying around all over the place. I pretty much followed them to the church. Same here. Strange, no? Funny thing is, they might be valuable. How? They're old, you know. Retro old. They'd sell as vintage now. Uh-huh. Where do you think they come from? Here. They come from here. Someone's idea of a prank. Or a lure. Jawohl. Eine Falle, das war eine Finte, vielmehr eine, wie nennt man das denn noch? Ich komme auf das deutsche Wort jetzt gerade gar nicht. Wir müssen jetzt mal eben hier kurz. This is the Christmas Eve Weather Bulletin from TVE. See? Christmas Eve. Like I said. It sounds old, like a recording. Further snow and high winds are expected in Sedgemarsh, Froston, Ulcombe. Uh-huh. Further snow is expected. South Downs, Ulcombe, Sedgemarsh. Here is the weather forecast from the TVE weather. Uh-huh. Further snow and high winds are expected in Sedgemarsh, Froston, Ulcombe. Wir können nicht zurück. Müssen wir einen bestimmten Sender finden? Ich kann hier nicht raus. Northmore.
driven by northerly winds from Denmark. Ulcombe, North Moor, South Downs. Here is the weather. Hä, was muss man jetzt machen? TVE. Ich hab keine Ahnung. Muss jetzt jemand der Musik zuhören oder was? Oder auf einen bestimmten Hinweis warten? Wer weiß das schon so genau? Du ist im linken Hunter, dann habt ihr Bewegung im Bild. Christmas future is far away. And what? Today we will be making an old Saxon favorite. Where did you get these? Huh? I found them when I arrived, laying around all over the place. I pretty much followed... Same here. Funny thing is, they... How? The... Huh? Where do you... Here. Or a lure. Was müssen wir jetzt noch machen? Okay, hier kommen wir wieder raus. Okay, da gucken wir uns jetzt mal alles an, was wir uns angucken können. There's hot tea in the flask. If you fancy a cuppa. The tea is stone cold. It has been for some time. Eh? Help yourself to a snack. Pick one. Wasabi peas or Parsons crisps. Good. I'm not too keen on the peas. They make my nose go all funny. Packing light? Well, I thought I'd get some time to pop into town. Okay. And grab some bits. Ich verstehe es immer noch nicht. Here? Oh, no. There's supposed to be a cottage. Somewhere. That'll be home. When I find it. Okay. But for now, this is me. Nifty phone. When it's working. It needs to charge. It was fine until you arrived, funnily enough. Mm-hmm. It needs to charge. Okay, das Phone ist nicht aufgeladen. Shopping? Yeah. Place on the sea? Saxon. Paxton? Saxton. They don't have many shops and Rhys is no House of Elliot. Okay. Oh, it'll have to be Wendelsburg. Bin nicht so ganz klar auf den Spiel im Moment. Der ist mir noch zu durcheinander. Irgendwie weiß ich noch nicht so genau. Also, wir waren am Anfang hier und haben... das Haus untersucht. Das fing damit an, dass wir Geisterjäger sind. So. Richtig. So. Sie ist dann auf einmal hier gewesen. So. Sie sagt, es ist Weihnachten. Er sagt, es ist nicht. 20 to midnight. What? The clock. It's stuck. Stuck? It's just stopped. Old batteries, probably. It doesn't take batteries. What is he doing? Ugh, which is probably why it stopped. Nein, der Pendel bewegt sich, Mädchen. Oh, ich hasse so etwas. Okay, das haben wir schon mal angeguckt. Das auch. Okay, dann haben wir hier... Hier haben wir nichts mehr, ne? Die Uhr ist stehen geblieben auf 20 vor 12. Parish Records, können wir nicht reingucken im Moment. Your clothes are still soaked.
Look what I found. It was a bit blocked. But if you gather some logs... Logs? In this weather? Firewood. Maybe a bit of kindling. We'll soon warm the church up. A bit. Tear up a tree or two with my bare hands? I heard a woodcutter as I arrived. Somewhere in the trees. Oh no. A woodcutter? In the Carrion Woods? Yeah, chopping away like mad. Okay, also wir müssen Holz finden. Also irgendwie ist die Alte komisch. Wer ist er? Ruselboy. Thomas Ager. Oh, cheery looking chap. Can't wait to have him staring down at me every day. One of the old Northfield vicars. Mhm. Okay. Thomas Ager. Someone is going to miss you. That lot? They know I'll be back. You won't be staying? Hell no. Vicar? Mm-hmm. Sorry. It was bad behaviour that got me exiled here. You were being punished? For what? Well, das wissen wir noch nicht, story. Warum sie gepunished wurde. I guessed as much. Wir müssen jetzt erstmal Holz involving kaufen, an inflatable hallo. Palm tree, some blaming Uzo. Ja. And a packed harvest festival. Was? No, I didn't guess that. Ach so, long hatten... story short, here I am, your new country vicar. Also auf einem Stadtfest einen künstlichen Baum angezündet oder sowas. Und ich gehe mal davon aus, dass das Stadtfest ist abgebrannt und jetzt muss er hier hin. Okay, good luck, also viel Glück. Love the VA ladies, keine Ahnung. Basil, enjoy the, weiß es mal, also die Biscuits, sorry. So sorry about what happened, could happen to anyone. Beth, schade, dass was passiert ist, hätte jedem passieren können. Wünschen dir das Beste. Janet, it's not your fault, come back soon. Ist nicht dein Fehler, komm schnell zurück. Okay, also in der alten Diözese, in der sie Tom X. Upi, wer ist denn Tom X? Wieso hat er hinten unterschrieben? Tommy Boy, hm? So you arrived on the 23rd. What have you been doing all this time? Not a lot, except trying to keep warm. Uh-huh. I tried to clear the path at the back of the church, but to no avail. The orange flashing lights? Yes. I thought it best to warn the parishioners of the snowdrift. No one is coming tonight. No one is coming because it's not Christmas Eve. I've survived one night in the vestry. I'm sure I can manage another. Plus, I've got the Eucharist tomorrow morning. Was? Ah, die Eucharistiefeier morgens, ja? Mhm. Also sie ist heute angekommen und sie glaubt, no taxis, walk from station to church. Sie glaubt immer noch, dass es Heiligabend ist. Warum? Hallo, können wir hier noch was machen? Nee. Okay, also wir müssen jetzt Feuerholz holen. Mit ihr haben wir schon die ganze Zeit. Oh, Bücher. Avid readers? Okay. Ja, it's natürlich. The parish Happy Birthday. Records for this region. Since year dot. All the records? There would be hundreds of years. Oh, easy. Maybe even 1,000 years, some of them. Births, deaths, marriages, all of it. Okay. That's a lot of data. And potential clues. Clues? As to what? The mystery of this church. The real reason we are here. Aha. Und das zeigt auf ihn. Also müssen wir 1700... Schreibe ich mal auf. Weil das hat jetzt 1776 Thomas Ager. Okay. Werden wir mal eine Notiz machen. So fein habe ich mir einiges aufgeschrieben und habe es nicht gebraucht. Das ist doch schön. Ager 1776. So, der ist ja von der wie heißt er denn? Sag mal eben schnell. Hier von den Büchern, von den Aufzeichnungen ist er direkt hier rübergegangen.
Thomas, one of the... Genau. Gehen wir nochmal auf die Bücher, ob wir da vielleicht was machen können. Wir müssen auf jeden Fall noch Feuerholz holen, weil sie der Meinung ist, dass draußen ein Wood-Dingen ist. Avid readers? It's the... All the records. Oh, That's a lot of data and potential clues. Clues? The mystery of this church. Okay. Dann auf den Tisch gucken. Help yourself to a bicky. You've earned it. Möchte ich einen? The biscuits are soft and stale. Days old. Maybe even weeks. Der Tee ist kalt. Hat er ja gerade gesagt. Sie hat gesagt, da ist noch heißer Tee in der Kanne. Der Tee ist eiskalt. Und die Biscuits sind schon warm, alt und muffig, also feucht. Ja. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt Holz holen. Also was ja schön wäre, ist, wenn wir hier so eine Art Questbuch hätten. Das fände ich ja schön. Wahrscheinlich haben wir das auch und ich habe es noch nicht gesehen. Das könnte natürlich sein. Ich gucke noch mal eben kurz in die Options. Ich habe gedacht, es ist eine kurze Dingsbums, eine kurze Demo. Wahrscheinlich ist sie auch kurz, wenn andere die spielen. Ja, und wenn ich die spiele, dann ist sie natürlich ultra lang. Ja, so ist das nun mal eben. So, Controls. Haben wir irgendwas mit Inventory? Haben wir Interaction? Shoulder Cam on off. Die habe ich noch nicht begriffen. Back from close up. Movement, Run Lock, Map, Menu, EMF Meter, Dictaphone and Night Vision. Interactive, Zoom in Camera, Forward. Achso ja, wenn wir mit dem Dings laufen, genau. Nee, also ich dachte, es gibt hier vielleicht irgendwas wie eine Art Questbuch oder sowas. Das gibt es aber anscheinend leider nicht. Wir haben jetzt die Peas, wir haben die trockenen Kekse. Wir haben den Schlüssel, wir haben Streichhölzer, wir haben den Otto, wofür wir nicht wissen, wofür. Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal raus. Ich glaube, wir müssen jetzt Holz suchen, ne? Das war, glaube ich, jetzt unser Ziel. Unser erklärtes. Warte mal eben. Kann ich die... Ne, ich kann hier drin den Otto nicht benutzen. Gar nichts von denen, okay. Das haben wir schon gesehen. Ich warte mal, wie ist denn ihr Name? Any luck with the firewood? I'm absolutely freezing. Du sitzt da ja auch schon seit ein paar Tagen, Mädchen. I'm still looking. Yeah. Ich will aber einmal nochmal auf die Karte gucken, ob es da einen Namen gab. Warte mal, auf der Ticket. Someone is going to miss you. That you won't be staying? Hallo. Hell no. Vicar. Sorry. It was bad behavior that got me exiled here. You were being punished. I guess. No, spul mal im Vor, weil das haben wir schon. Da steht aber ihr Name nicht, ne? Fiona, Miss Harding. Wir haben Tom, wer immer auch Tom ist. Ich will mal kurz aufs Ticket gucken, ob das Name drauf ist. So you arrived on the 23rd. London. What have you been doing all this time? Not a lot. Except nee. I try. The orange. Yes. No one. I pluck. Not up. Oh. No taxis, walk, okay. Okay, und wir haben einen mysteriösen Tom, der auf der Rückseite mit einem X unterschrieben hat. Ja, ich will zurück. Ich muss jetzt Holz sammeln gehen übrigens. Für den Fall, dass jemand reinkommt, sich wundert, jetzt Holz kaufen. Ja. Und da haben wir diese wahnsinnig tolle Musik. Okay. So. Sie hat gesagt, sie hat irgendwo draußen... Danke. Hat sie Musik gehört? Wie müssen wir nochmal durch?
Kann das hier? Ach, wir haben den Durchgang. Sie hat das aufgeräumt. Ach so. Warten. Okay, da ist immer noch ein Geist. Nee, geh mal bitte. Okay, wir müssen jetzt draußen Holz suchen, weil La Donna friert. Und er hat ja jetzt endlich mal gesagt, dass es nicht Heiligabend ist, sondern erst der 23. So. Und die scheint wirklich ein bisschen durcheinander zu sein, die Frau. Weil sie meint ja, die Uhr geht nicht. Und die Uhr geht ja, die tickt ja. Also unten das Pendel bewegt sich an der Uhr. Ich glaube nicht, dass es eine batteriebetriebene Uhr ist. So, wo finden wir denn jetzt hier, bitteschön? Hallo. Ja. So, wo finden wir denn jetzt hier, bitteschön, Holz? Draußen in den Wäldern. Ja, super. Hat sie so eine Art Woodchipper oder sowas gehört, so eine Säge. Ja. Das ist natürlich jetzt traumhaft, weil wir die nicht gehört haben und nicht wissen, wohin mit uns. So, dann gehen wir mal zurück. Wo ist denn unser Otto? So, wo finden wir denn jetzt hier Holz? Das ist Abfall. Ja, können wir den anderen nehmen, warte mal. Dann sehe ich besser. Hier kommen wir nicht durch, okay. Wer hat denn da die Kerze aufgestellt? Ja. Bitte arbeiten Sie nochmal an Ihrem Dings hier, bitte, bitte, bitte. Was war das? Da oben komme ich nicht drauf, okay. Hier ist doch Holz. Quatsch. The footpath leads to the Carrion Woods. Not a place to get lost. Not tonight. Ich höre das jetzt aber auch, ne? Den Holzfäller. Well, look here. Freshly cut logs. How handy. Hello? Thank you for the logs. We certainly need them. Yes, we do, Emma. Weird. I should get back inside. Ja, machen wir auch. Also, da ist jemand im Wald draußen, der mitten in der Nacht Holz hackt. Und uns zum passenden Zeitpunkt Holz hinlegt. How convenient. Wie toll ist das denn? Die Ereignisse überschlagen sich in diesem Spiel. Schisch. Danke. Let's go there. Hallo. Geh rein, Junge. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Rätsel gelöst kriege, geistig, bevor es aufgedeckt wird. Also ich habe das Gefühl, dass die Dame entweder durcheinander ist oder nicht existent. Das ist die Frage. Also entweder passiert das in seiner Fantasie. Nee, mach mal nicht den E-Meter, der ist mir zu dumm. Oder aber, da ist auch wieder der Dings, guck mal. Ach, sie hat hier aufgeräumt, richtig. Shitkram. Können wir von der was hören? Warte mal. Nee.
Aber hier ist auch kein E-Meter, schlägt aus. Also EMF natürlich. Aber wir sind natürlich erfahrene Geisterjäger. Macht die irgendwas? Nee, die weint nur, ne? Hoffentlich fängt die nicht an zu schreien. Ich habe jetzt den Lautsprecher auf volle Pulle am Kopfhörer. Dann brauche ich wahrscheinlich ein neues Trommelfell. Also wir haben eine weinende Frau, die vor diesem Altar steht, vor diesem Bild steht. Ist das ihr Mann, über den sie weint, oder? Okay. Ja. Wieso macht er eigentlich von ihr kein Foto? Ich muss mal leiser, Mann. Gute Mame. Also, jetzt bin ich ja wieder da. Was ich nicht verstehe, ist, wieso macht er von ihr kein Foto? Wie soll es mit den Bildern noch hinkriegen, ne? Okay, sie hat auf jeden Fall schon mal die Kirche aufgeräumt und die schweren Sachen alle weggeräumt. Was ich ehrlich gesagt für recht unwahrscheinlich halte. Und die Dame ist... ist da jemand? Warte mal. Eine Kette, ne? Die Dame ist wieder weg. Ja. Wir brauchen noch einen Schlüssel für diese Sunday School Sache. Und wir müssen die vier Bilder noch hinkriegen, genau. Okay, wir haben jetzt die Woodlocks. Wir können Tante erstmal ein bisschen Feuer machen. Das halte ich für positiv. Gehen wir rein. Streichhölzer müssen wir auch noch haben, genau. So, jetzt aber hier. Tante Ludovica, ich komme. Warte auf mich. Du unmögliches Kind. Oder ist er in der Zeit? Aber die hat ein Handy. Okay. There, that should do the trick. Oh, thank the Lord. Lord. Yeah, we praise the Lord. Lord. My best sexton so far, you are? Yes, about that. Who are you? I'm really? A ghost hunter. What gave it away? You know as little as me about the church. So you're not the sexton? Honestly? I've only been to the church a few times, and that was a long time ago. You don't know scripture, verses or songs, so you're not the verger. I'm not really a believer, not in the sense that you are. So you're here for something else? Ghosts. What? I'm a paranormal investigator. I investigate the supernatural. A ghost hunter? Yes. Yes, my name is Sam Winchester. and that's why you're here? Yeah, the total and the Christmas cards. They lured me to this church. Lured you? Okay, I've heard it all now. Why did they lure you here? Because something is wrong. What's wrong? This room has warmed up, stifling, in fact. So why are your clothes still wet and dripping? Why are you still shivering? Give me time. It was a blizzard out there. I was soaked. Sie ist der Dämon. I think a snowdrift landed on me. And there's the other small matter. Oh, do tell. Don't keep me in suspense. Yeah, the clock. 20 to midnight. It's just broken. You shouldn't be here.
Says you, Mr. Subterfuge. But I can't knock your effort. It's not Christmas. There is no mass. There are no parishioners. Listen. The tapping. You said it was twigs. It's definitely not twigs. What? Listen. There are people outside. What? Was it the guys, sir? Come away from the window. Why? They must be locals. They look frozen. Who are they? No one living. Right? Ist das Spiegel? Hä? Ja. Guten Tag auch. Mein Name ist Güteborg. Kommen wir öfter hin. Schön. Schneekugeln, ich liebe Schneekugeln, habe ich schon erwähnt. Ich weiß, es ist Juni und es ist warm. Man schawitzt. Aber ich mag Weihnachten. Egal zu welcher Jahreszeit. Miguel! Okay, was passiert denn jetzt? Also es ist alles Film, das mache ich jetzt nicht mehr. Hä? Ach, ich muss da was machen, ich Blödmann. Okay, was passiert jetzt? Ich drücke einfach irgendwo drauf. Hä? Ich verstehe im Moment nicht, was ich hier machen soll. Ich bin vollkommen raus. Eine kleine Lupe, eine große Lupe. Hä? Was müssen wir jetzt machen? Snow chaos roads closed. Miserable isolation for rural folks this Christmas. Müssen wir jetzt in die Kirche rein? London. Date of travel, 23. Dezember. Ja. Okay, also es können Leute, also ein Schneesturm und Leute werden Weihnachten alleine verbringen müssen. Das wissen wir ja alles. Nur ich verstehe nicht, was wir noch machen sollen. Die veräppeln uns doch jetzt hier in dem Spiel, oder? Geh näher dran. Von hinten. The High Priestess. War sie das gerade? Ich verstehe nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist jetzt... ist mir nicht unangenehm. Ich bin gerade ein Hauch genervt. Das gebe ich jetzt echt zu. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Ja, das E-Meter, das habe ich verstanden. Das schlägt aus.
Hä? Closer? Müssen wir näher uns die Kirche angucken? Oder was? Verstehe es nicht. Oder ist vorbei? Guck mal, hier oben noch. Ah, okay. Silent Night, come gushing. Ghosting. Oh, what?